Ich bin schon groß, ich kann das alleine. Das wird sich Prinzessin Charlotte wohl bei ihrem jüngsten Auftritt gedacht haben. Gemeinsam mit ihren Eltern, Herzogin Kate und Prinz William, und ihren Brüdern Prinz George und Prinz Louis besucht sie eine Veranstaltung im Londoner Palladium. Um Menschen aus systemrelevanten Berufen und ihren Familien für ihren Einsatz in der aktuellen Corona-Pandemie zu danken, wird im Londoner Theater das Stück Pantoland aufgeführt. Hand in Hand läuft die royale Familie über den roten Teppich, der vor dem Theater ausgerollt wurde. Zunächst werden sie von einem jonglierenden Elf empfangen, bevor es weiter Richtung Eingang geht. Während der zweijährige Prinz Louis an der Hand seiner Mama läuft, greifen Prinz George und Schwester Charlotte nach der Hand ihres Papas William. So ein bisschen elterliche Unterstützung bei ihrem ersten Auftritt auf dem roten Teppich kann ja nicht schaden. Eine, die das aber auch alleine meistern kann, ist Prinzessin Charlotte. Entschlossen möchte sie lieber alleine weiterlaufen und schlägt Williams Hand weg. Liebevoll streichelt ihr der 38-Jährige dann über den Kopf. Aber auch das scheint der 5-Jährigen nicht zu gefallen, schließlich könnte das ja ihre toll geflochtene Frisur zerstören. Hier ist jemand aber schon ganz erwachsen. So schnell werden eben auch die Kleinsten groß.